Hallo liebe Chefköche, wir backen heute ein 3-Minuten-Brot und die Besonderheit an diesem Brot ist, dass ihr es nicht gehen lassen müsst, bevor ihr es in den Backofen schiebt. Für das 3-Minuten-Brot braucht ihr 2 Esslöffel Apfelessig oder Obstessig eurer Wahl, 1 Würfel Backhefe, 500 Gramm Dinkelmehl, 50 Gramm Leinsamen, 50 Gramm Sonnenblumen, Kerne und 50 Gramm, was ist es hier, Sesamsaat. Außerdem benötigt ihr 2 Teelöffel Salz und 450 Milliliter lauwarmes Wasser. Als nächstes mischt ihr die 450 Milliliter lauwarmes Wasser mit der frischen Backhefe. Schön ein bisschen zerbröseln. Wenn ihr das soweit habt, könnt ihr euch die anderen Zutaten nehmen. Und wie schon gesagt, alles abwiegen und dann schön verkneten. So, nachdem ihr den Teig schön durchgeknetet habt, kommt er nur noch in eine eingefettete Backform. Die habe ich vorher mit so einem Pinsel eingepinselt, damit ihr das Brot später richtig lösen könnt. So, der Teig ist fertig geknetet und in der Backform. Jetzt kommt der Teig nur noch in den Backofen für eine Stunde bei entweder 200 Grad Ober- und Unterhitze oder für 50 Minuten bei 170 Grad und Umluft in dem Backofen. So, los geht's. So, nach 50 Minuten ist das Brot endlich fertig. Schauen wir uns mal an. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt noch stützen und dann zeige ich euch das Endergebnis. Eis. So, hier also ein wunderschönes, fertiges 3-Minuten-Brot.